Eine absolute Bundesliga-Legende ist zurück. Sunday Oliseh, ehemals Köln und BVB, jetzt Trainer vom SV Strahlen. Und mit dem Regionalligisten will er in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC St. Pauli ärgern. Wieder Stadion zu Duisburg und Oliseys Präsident ist im Übrigen der Mann von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Hermann. Die Kiezkicker in den dunklen Trikots von links nach rechts, natürlich Favorit und sofort spielbestimmen. Paccarada für Matanovic, keine Minute gespielt. Und sofort wieder die Hamburger. Irvine für Johannes Eggestein. Kevin Kratsch ist da. Nach vorne vom Underdog noch nichts zu sehen. Jetzt vielleicht mal. Harus stark für Vicario. Spiel auf den Kopf gestellt. 19. Minute. Strahlen führt. Kein Abseits. Die analoge Football-Linie hilft. Und Vicario, klasse Abschluss. Davor aber Sayakas. Viel zu passiv. St. Pauli letzte Saison zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder ins Viertelfinale in diesem Wettbewerb eingezogen. Jetzt hier im Hintertreffen, vielleicht hilft ein Standard. Miff, Ausgleich. Etwas mehr als 5 Minuten nach dem Rückstand. Ganz bitter für die Gastgeber. Außer ein strahlender Fuß, nämlich niemand an diesem Ball. Miff, der Torschütze. Standards spätestens jetzt ein Thema. 5 Minuten noch bis zur Pause. St. Pauli, Spiel gedreht. Torschütze Smith für Medic. Und der mit einem schönen Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers. Strahlen im Übrigen zum zweiten Mal erst im Pokal dabei. 1998. Spektakulär in der ersten Runde mit 4:7 gegen Fortuna Düsseldorf ausgeschieden. Und auch hier bahnt sich eine torreiche Partie an. Wieder Strahlen. Hoppla! 2:2. 42. Minute. Nishimirimana. Die Defensive St. Paulis hat mindestens genauso viele Probleme mit ihm wie ich mit seinem Namen. Der Regionalligist in jedem Fall wieder da. Fasli nicht stabil genug im Abwehrverhalten, unentschieden nach 45 Minuten. Und der SVS auch nach dem Seitenwechsel mit viel Überzeugung. St. Pauli bietet auch Räume an. Da ist Cirillo Daschner. Rettet für Keepers Marsch in der 52. Aber der Zweitligist besinnt sich jetzt in der Folge wieder dominanter. Paccarada. Eggestein. Johannes Eggestein. St. Pauli führt wieder. 62. David Otto. Keine 60 Sekunden auf dem Platz. Absolut bemerkenswertes Joker-Tor. Paccarada davor ohne Druck, Eggestein mit viel zu viel Zeit, Kopf geht kurz hoch, gute Flanke, Otto ohne Probleme. St. Pauli jetzt auf die Entscheidung bedacht, Paccarada, Patsch Aluminium, kurz nach der Führung. Schlussviertelstunde angebrochen, Eggestein. Oh, schmerzhafter Zusammenprall Sayakas gegen Miyamoto. Aber Sayakas zieht auch noch zurück. 77. Und dennoch, Schiedsrichter Bauer, glattrot. Das ist nicht hart, aber vertretbar. Aus meiner Sicht ist das kein Platzverweis. Ivalin kann sich aber dennoch dann auf eine packende Schlussphase freuen. Strahlen drückt jetzt in Überzahl massiv. Vicario beim Freistoß. Oh, schlitzohrig Ausgleich. 3:3. Irre. 80. Minute. Der Regionalligist zurück im Spiel. Aber Smarsch,
St. Paulis Schlussmann Penta auch geht zu 50% auf seine Kappe. Und in Grün und Gelb freut man sich auf 30 Minuten extra. 90 Minuten abgelaufen und St. Pauli dreht doch noch mal auf. Medic, 4:3. Ein absolutes Gurkentor entscheidet diese packende Pokalpartie. Kratsch segelt unterm Ball hinweg, Pfosten, Rücken, Medic, Game over. Das hat großen Spaß gemacht. Dankeschön und viel Glück für die anstehenden Ligaspiele an Sunday Olisee und den SV Strahlen. Timo Schulz zieht mit St. Pauli in die zweite Runde ein.